nicht so wichtig. Aber ich habe schon ein paar Mal irgendwie das Gutes bekommen. Aus den Kisten. Und ja. Es ist alles Zufall, also unterschlagen würde ich das nie machen. Wir suchen die Depps da. Fluted Depps. Oder Depps. Genau, hier sind sie. Wir befluten den Tiefen. Die Zombies, wie sie wackeln. Ja, wir schauen, dass wir besser werden als die anderen Charakter. Dass dieser Charakter schneller besser wird. Weil es ist schon wichtig, dass ich mal weiterkomme. Es geht nicht mehr lang, bis ich die Maps machen kann. Die sind dann sehr viel ertragreicher. Wichtige. Und das können wir dann mit vielen anderen auch machen. Ich habe, ja, bin ja in einer Gilde drin, die sehr gerne Maps macht. Nehme ich mal auf. Ihr könnt natürlich auch die Gilde joinen. Der Name war in der Gildenkiste oben angeschrieben. Ich weiß jetzt nicht mehr, also ich kann aber schauen. Gut schauen. Falla Maculis oder so heißt es. Falla Maculis, ja. So, wir geben den Minions 10% erhöhte Life. Gehen weiter. Hier noch den Stein umdrehen, aber es ist nichts drin. Hier irgendwo müsste dann der Boss kommen. Na, geht's noch weiter? Aber wo denn? Hier unten durch. So. Genau, hier ist er. Der Deep Dweller. Boah, ist der starr. Aber wir haben ihn besiegt und können kurz ins Lager zurück. So, Dele. Hier eine Questbelohnung abgeben, also annehmen. Yeah. So, dann haben wir hier diese Sachen schon. Jetzt können wir hier anfangen und dann hier drüben die Minions mitnehmen. Minions Sachen. So, haben wir was Neues zum Equippen? Nein, Race Zombies auch nicht. Scheinbar nicht. Wir können hier die Flask mitnehmen. Die hat zweimal erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und bringt ein Charge bei einem kritischen Treffer zurück. Also die haben zum Beispiel hier currently has 50 Charges, also maximal 50 Charges Aufladungen und beim kritischen Treffer bekomme ich einen zurück oder wenn ich Gegner töte. So, hier noch. Ah, kann ich hier reinlegen. Den Trank. Hier noch etwas. Ne. Die Bögen von meiner Lightning Arrow. Rangerin.
So, wir gehen weiter durch das Portal, also durch den Wegpunkt. Dann in die zweiten, also in den zweiten Teil. Genau hier. Bald habe ich auch die Life Potions, die den Minions auch helfen zu regenerieren. Sind noch recht gut, hilfreich und so. Oh shit, das gibt Ärger. Sehr viele Gegner hier. Aber wir kommen überall durch, auch wenn wir Verluste hinnehmen müssen. Gut, hier oben ist nichts. Wir haben bald ein Level Up wieder. Ich merke, dass die Gegner werden immer stärker, weil ich so schnell durchrasche. Die Gegner ober meinem Level sind. Und natürlich auch diese Elementar-Wellen drauf haben, diese Eiswellen. Das sind, glaube ich, Freezing Pulse. Irgendwie etwas Ähnliches. Und ja, die Minions haben fast keine Eisresistenz, also alle Resistenzen am Anfang. Glaube ich null. Deshalb müssen wir bald aushelfen. Leider erst ab Level 19, glaube ich. Aber wir können uns ja immer wieder beschweren, also deshalb ist es jetzt nicht schlimm. Wir müssen einfach auf unsere Verteidigung achten, weil wir eigentlich nichts für unsere Verteidigung machen. Aber habe ich bei anderen Charakteren, die mehr im Nahkampf waren, auch eigentlich gemacht. Die sind einfach von den Items sehr gut geschützt. Hier gibt es vorwiegend diese Skelette. Ist so an einer Klippe. Ist noch recht schön. Leider ein bisschen triest. Triestlos. Trostlos. Hm. Aber immerhin sind sie nicht so stark, damit meine Skelette ein bisschen mehr überleben können.
müssen wir schon bald wieder neu beschwören. Dass sie sonst gegen Boss keine Chance haben. Und sie so wenig low, also so lowes Life haben. Aber kein Problem. Noch kein Problem. Sieht eben sehr schwer später. So. Na, gibt's da noch was Gutes? Sind so viele Kisten da. Können meinen Bogen beschwören. Geht das nicht? Dann nehmen wir hier dieses Säbel. Dieses Spike nehmen wir mit. Spike heißt eigentlich Dornen. Oder Stachel. Stachel, glaube ich, heißt das. Und das ist eine Waffe. Ein Rapier ist es einfach. Halt einen anderen Namen, damit man mehr verschiedene Gegenstände einbauen kann. Die brauchen ja alle einen Namen. Und darum heißt es Spike. Und sie ist schon wieder weg. Wie lange?